So, das Ganze findet statt im Bahnhof Büschfeld und wir sehen die Vorbeifahrt des VT95, unser heutiges Fahrzeug für die Sonderfahrt. Sowie diverse Fotografen im Vordergrund. Ja. Gut. Ja, wir müssen von der Zeit eine holen, damit wir hin. Da heute Abend nicht im Dunkeln nach Losheim kommen. Ach du Scheiße, der zittert auch. So, da ist jetzt die Fahrt von Büschfeld nach Dillingen. Nach Dillingen. Ach so, das ist gut, dann habe ich da jetzt zum Fahren kommen, dann eigentlich nicht mehr bis zum Dunkelchen. Weil da ist das Massiv, weil bis an den Haltepunkt Farme ist eine Fabrik drin. Wir sind jetzt im. Wo fahren wir denn genau? Wir sind dort in der Mühle. Bis der war ja. Und dahinter das Stück? War das Ihr Bahnhof oder war das der? Das ist Bahnhof. Das war der DB-Bahnhof. Von der Mühle bis Munkie. Wie weit ist das ehrlich? Also, kilometermäßig. Wie weit wird das denn? Noch Essen im Wir haben jetzt, wie soll ich sagen, sind hier am Umbau. Und die haben jetzt gravierend. Das ist jetzt im Moment überhaupt nicht mehr möglich, durchzufahren. Und wird das in Zukunft wieder möglich sein? Oder weiß ich nicht. Ich glaube, es wird. Wo waren Ihr Bahnhof hier? Also ich kann mich nicht... So, sehen Sie hier die Mauer? Da sehe ich eine Mauer. Da war der. Und jetzt hier gleich zählt sie noch in Kilometer-Sternschnitt noch mal. Man sieht sie noch, die Schiene hat man noch gesehen. Die Strecke ist schon lange abgebaut. Die ist schon lange abgebaut. Ja, seit wann etwa? Wie lange ist das her? Der Bahndamm, der war bis vor 4-5 Jahren, war der noch da. Der hat man da und heute noch gesehen. Der ist so neu übergezogen. Das ist der Von Bachen bis Losheim. Das ist ein Höhenunterschied ungefähr von 80 Meter. Da muss die Dampflok, also die muss schon ganz schön schaffen. Wir haben einen 250 schon drüber gehabt und die ist schon am Barsch hängen geblieben. Hat er mich verwechselt? Ich habe noch
Alarmstufe rot kriegt erst ein, wenn das Tier alle ist. Das ist nicht so schlimm, aber hier, das könnte kritisch werden. Das jude Wurstier. Ich glaube es auch bald nicht mehr, dass wir da hinfahren. Unser Ziel ist auch, was uns wirklich mehr bringt, dass man keine bis manche Stühle fahren. Halb August, also. Wenn du kriegst, vielleicht. Gibt es noch zwei Gebiete?
Ne, also die Strecke gehört quasi uns. Den Verein. Nein, den Verein, die Gemeinde. Ne? Ja, die Bike-Gemeinde. Ja. Die dritte Gemeinde gibt es nicht. Ne, die ist ein abgedeckt. Ja, also die dritte Gemeinde wäre jetzt zum Beispiel Unkirch. Ja. Ja, das gehört zu Baden. Aber die haben doch nicht mitgespielt. Ja. Und deswegen. Ja, aber das ist nicht schlimm. Also der schönste Teil ist in einem anderen Teil. Ne? Haufen Müll haben wir, Haufen Plastik. Achso, jetzt ist es sozusagen. Gar nichts. Also wir können auf der Strecke tun, was und was wir wollen. Wir haben zur Zeit, ich glaube 24 ABM da. Das war das Limbach. Ja, wir sind doch jetzt noch gekommen. Limbach war das. Das ist der Ball. Das war früher, ganz früher ein großer Zollbahn. Zwischen Preußen und Deutschland und Frankreich. Achso. Aber Helga ist da nicht schön. Ich bin wieder hier wegen
bin ich oft hier gewesen. Wirklich hier ist durchgefahren, bin ich schon. Das erste Mal war das erste Mal auf hier. Hier. Immer wenn ich hier so die ganze Gruppe und alles, ne? Hat ja preußische Namen, also wie von der Heid oder wie Merlin und was ist das, wie sage ich Maybach und irgendeine freundliche Minister oder sonst was. Was soll Auto und Zug? Oh, jetzt haben wir einmal diese Ich glaube, ich hatte Ton angewählt. Ja, das ist so eine Scheiße. Das ist eine Sache, die kann man ersetzen. Aber dann mache ich mir wenig Sorgen. Immerhin sind noch eine ganze Reihe Anschließer dahinter. Und die Wagen sind aber wohl abgestellt. Ja, da soll der Bremsfehler. Ich muss selber mit dem raus. Ich muss selber wie viel Futter halten, dass wir mit der Dampflok schon mal. Ja, 25 Stück. Mir ist das egal, ich kann das zweimal, dann dreimal. Ja, immer, Daniel. Das hat damit nichts zu tun. Das sind die sogenannten Fotoverfolger. Naja, das haben sie mal tief im Kasten, schnell zum Auto. Auf Trittbrettfahrer, genau. Die Fotoverfolger. Naja, immerhin haben sie keine störenden Fahrgäste im Weg auf dem Schotter und Stein. Ich frage mich, warum Fahrgäste das immer so stören. Das ist der Zug dazu gemacht worden, Leute zu transportieren. Naja, manchmal sind die Leute da, wo sie nicht hingehören. Das ist halt der Schotter. Wir haben auf die Bahnsteigkante. Das ist auch wieder so. Und manchmal sind sie selbst da störend, wenn sie auf der Bahnsteigkante stehen, die Großrosseln. Da mussten sie erstmal vom Bahnsteig runter, damit er.
Triebwagen da alleine aufnehmen werden. Ich habe 67 Jahre angefangen zu lehren. Ohne Störung. Da ist immer vor Wahl ein Triebwagen und die Linie gefahren ist. Hat dann immer hier und schnell. Hat dann immer ein. Es gab so Heulen zum 5 Uhr. Ja, wir haben wieder ein Foto. Da gehört die dann noch hin. Ach, die gehört da wirklich hin. Das habe ich jetzt nicht gedacht. 17.000 Bewohner. Ich dachte, die ist mit einem Eisenbahnfreund verheiratet. Oben ist auch noch. Ach, da, ich gebe mich zu. So, das war schnell. 13:41. Hier war der Bahnhof. Immer noch 45 Minuten. Da sieht man hier noch. Jetzt 10 Minuten Fahrt nach Bremsweiler. Also hier, der Kannwurt hat so, ich glaube, 7,5, 8,000. Achso, ich bin eine andere Sache eingemeint. Ja. Ich sehe die Motorhaube, also zwischen Tier und Wilde. Karton. Ja. Das ist auf der Strecke. Und die ist klasse, ist der Amerikanische oder der See. Ja, eine Einheitsstrecke, bisschen los. Ja, also, Bahn ist halb abgerissen. Ab? Halb. Sie fahren jetzt nach diesem Rheinland-Pfalz-System und Das ist ja wohl gut zurück. Der braucht ja eben Fuß, da kannst du fast Fuß laufen. Fuß von Aufbruch und zwei Brücken.
meisten, also Mittags- und Mittagszeit, da geht es um 19 Uhr, das kannst du schon vergessen, da steht ein Städtchen im Stau. Nein, warte, da ist jetzt das Thema, wo ich mich immer hin und her anspreche. Ich gucke, ich sehe das. Wir können die ja nicht anschließen, weil die blaue Ist das Bremsweiler gewesen, das da auch gerade? Naja, vielleicht wurde gerade ausfallen lassen. Das bringt immerhin 11 Minuten. Oder minus 3-4 Minuten, die wir da gestanden haben. Bremsweiler müsste man nicht haben. Jetzt soll ich in Erinnerung haben. Ja. Ich wollte mal ein Foto halten an der Jakobskurve vor jeden Fall. Da steht auf jeden Fall erstmal. Und dann, da aus wurde dann veröffentlicht. Aber da wurde schon
Preis und wurden damals im Bewegmarkt mitgenommen. War schon damals in Maibogen da mitgestellt. Ja, aber das ist der Bahnhof. Ja, so, aber der riecht nicht mehr. Ah, der Baustelle. Da hatte ich eine Bahnstrecke. Alter gekauft und ist am Rücken an der Freitag gewesen. Da Kaiserslautern hatte ich den Bahnhof geschrieben. Und der Bahnsteig ist zu teuer. Da war ein Trotzbahnsteig hier, mein lieber Scholli, müssen das Züge gewesen sein. Drei Züge, sechs Wagen lang. Ja, die Hamburg Güterverkehr. Der Backstab auch gar nicht. Die Lokschuppen. Oh ja. Nee. Na, jetzt gibt es die gleiche Blinken, aber da drauf, wenn ich da drauf geht, stelle. Ne? Das wäre ein schöner Foto gewesen. Da waren Gütergleise hier. Ja, ja, Straße. Da hinten gibt es gleich Lok. Wie lang? Ja. Na, jetzt kennst du ihn jetzt. Das heißt nicht Knorsch, das heißt Knorsch. Knorsch. Das hat keiner Knorsch heißt, selbst die Knorschheiter sagen die Knorschheit. Knorsch heißt das. Ja. Ja. Ich kann mich erinnern, wenn Omnibus war es. Wenn ich Mainz, ich glaube Sanchez Mainz, weil ich habe gefahren. Und da so, also bin ich da rausgeguckt, also Schnorr, und dann habe ich gesehen, da hinten das Haus, und da war nur der Dach, war alles hell. Und da hast du es gesehen. Ja. Und ein paar Tage später ist mir da nicht bewusst geworden, das ganze Ding hat gebrennt, war abgebrannt. Das war doch gerade vielleicht Anfangsstadium oder... Ja. Da hast du mal eins, wenn du 6 Uhr noch drin bist, in den Zug oder in den Bus, dann hast du gleich genickt. Ja. Ich bin doch noch Kaiser, vielleicht da. Ja,
Ja, die automatisch. Thank you.
Hammel wahrscheinlich, in Telling, oder? Das kommt hin, ne? Nur bitte, von mir. Helfer von der, wie heißt das? Kiss-Firma da noch, kannst du rüberfahren. Aber so ein Straßenübergang ist doch keiner für. Also ich möchte das nur nicht. Ja. So, hey, nichts, ich glaube gar nicht. Aber ich kenne keiner mehr ab. Das ist nur noch einer, wo bei die Kiss-Firma da. Ach, da hat er auch alles gekappt, sehen ich da, genau, da war die Gleise da. Da ist ja auch nichts mehr. Bei der Ukraine-Fahrt vom Rauschkolb hatten wir zwei nächtliche Fotohalte. Wir haben da nicht schön. Der letzte normale Fahrt von meiner Kapuche war mit Zufall, aber es war fast nicht ganz dunkel gewesen. Wir sind ja immer zu spät angekommen bei der DGG-Fahrt. Wir waren da hinten, der letzte Zug von Hügelade Richtung Sachsen. Wir waren vier Gleise da. Da sind wir ins Hotel in Hügelade, haben die gesagt, nee, hier hängt es noch eine schöne Hotel. Seit 5 Jahren haben wir ja kennengelernt. Ich könnte mal meinen Tante haben, ich kenne eine ganze andere Familie. Die könnte das Zimmer noch feiern. Dann haben wir gesagt, wie weit ist das? Einer bis nach 50 Minuten zwei Ecken. Dann lassen wir schon, dann bitte genau das. Wir kommen auch in Düsseldorf, der Hof getappt. Rausgekommen. Ah, jetzt sind wir mit den Dinger hinten. Ja, Daniel, okay, sogar elektrifiziert. Soll doch das nicht? Ja, wieso? Darum steht das ja auch.
drei, vier Mal die Hauptbahn übertragen und dann ist also das schon ein Wunder, dass ihr das alles klappt. Ja. Kameraden, schafft Job, ich brauche mein Geld noch. Ja, also exzellieren Sie die Hübsche und freuen mich aus. Wollen Sie jetzt im Reitspur leisten, wenn Sie nicht auf der Tüte sind, dann machen Sie den dazu bereit. Ein Ortsgerät. Mit der Weiche sogar. Eine Ersatzmaschine ausmachen. Das ist der Bahnhof Dillingen und das war's jetzt für die erste. Noch 40 Minuten verspätet.